auf meinem Kanal nicht erschrecken, aber ich wollte euch heute mal bei diesem spektakulären Erlebnis mitnehmen. Nein, Quatsch, aber ihr wisst ja, oh, ich habe ja eigentlich Locken und ich habe ja jetzt Extensions und ich habe euch auf den Weg mitgenommen und ich habe euch versprochen, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe mir gerade selber das erste Mal meine Haare gewaschen mit den Extensions drin. Das Einzige, was ich nicht wie immer gemacht habe, ist, ich habe keine Kur reingemacht, weil ich irgendwie gerade nicht wusste, ob ich die auch auf die Längen machen soll. Und eigentlich wollte ich die auf meine Haare, aber ich habe sie erstmal gelassen. Also ich habe sie gewaschen und ich habe Spülung reingemacht. Ich habe sie mit den New-Produkten von Xlerta gemacht, gewaschen. Ich werde mir auf jeden Fall meine Kerastase-Produkte neu holen, weil Julia und Harry meinten, ich soll auf jeden Fall Friseurprodukte benutzen. Auch wenn ich mit den Produkten von Xlerta sehr zufrieden bin, aber irgendwie soll das besser für die Tapes sein, keine Ahnung. Hier sieht man jetzt gerade ein Tape, der löst sich ein bisschen, aber der hat sich auch schon vorher ein bisschen gelöst. Wir wissen nicht genau warum, aber wir glauben, dass es am Silbershampoo lag, aber das ist auch der einzige Tape, der sich ein bisschen löst, also dann muss ich demnächst mal wieder hin. Die anderen halten eigentlich noch bombenfest, also extrem bombenfest. Im nassen Zustand sieht man jetzt auch die Tapes. Ich habe übrigens einen anderen Friseur letztens auf der Glow getroffen und der hat so in meine Haare gefasst und meinte, meine Tapes sind sehr gut gemacht. Und ach so, der Tape, der sich hier löst, der ist auch der, der am weitesten vorne ist. Wir haben ja bei mir hier und hier ein Tape vorne hingesetzt, was man eigentlich überhaupt nicht tut bei Extensions. Ich kann mir jetzt zum Beispiel deswegen auch keinen hohen Zopf mehr machen. Aber mich haben meine kurzen Stellen hier vorne so genervt und das hätten wir halt sonst nicht wegbekommen. Also, das wollte ich so. Ich würde sagen, wir föhnen die mal. Ich kann sie leider nicht glatt föhnen. Ich habe absolut keinen Plan, wie man das macht. Aber ich habe eine Rundbürste gekauft. Vielleicht hilft das ja. Dann gehe ich schlafen und morgen zeige ich euch dann, wie ich ein bisschen die Wohnung aufräume, weil ihr seht, what is this? I don't know. Wenn ich so viel Stress habe, dann komme ich zu nichts. Und dann zeige ich euch noch, wie ich mich fertig mache für die Halloween-Party von Denise und Jonas. Und ich würde sagen, das ist auch noch keine richtige Extensions-Bürste. Ich habe mir eine bestellt, die müsste morgen oder übermorgen ankommen. Einfach, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich möchte diese Babys lange haben, weil sie mich echt sehr glücklich machen an sich. Und ich weiß, Haare soll man nicht im nassen Zustand kennen, aber ich habe einfach Angst, dass ich sie sonst nicht mehr durchbekomme, weil ich ja, wie gesagt, Locken habe und ich will nicht, dass ich das mit den Tapes irgendwie so verheddert. Ich glaube, ich kämme die auch jetzt die ganze Zeit, während ich sie föhne. Vielleicht bringt das ja was. Ich bin gespannt, wie viel länger ich jetzt brauche. Also, ich bin wirklich gespannt. So eins mit so einer dickeren Spitze. Also, das normale GHD hat das und das ist jetzt ein GHD Max und ich hoffe, damit geht's schneller. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt oder so für Tape Extensions, was ich noch besser machen könnte, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich wäre euch da sehr dankbar. Ansonsten zeige ich euch jetzt, was ich mache und falls ich Fehler mache, lernt aus meinen Fehlern. Und falls ich euch helfen kann, dann freut es mich sehr. Falls ihr jetzt sagt, man muss die immer glatt föhnen, dann muss ich mir wohl so einen Aufsatz holen. Aber wie gesagt, ich habe so einen Aufsatz derzeit noch nicht. Ich kann euch mal kurz meine Haare von hinten zeigen. Man sieht, glaube ich, überhaupt nicht, wo meine Tapes sind, sofern ich das jetzt beurteilen kann. Also ich spüre sie auf jeden Fall nicht. Ja. Ich habe mir eine Rundbürste gekauft und ich werde die jetzt versuchen zu benutzen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das geht. Ich habe diese Rundbürste hier gekauft. Von Rossmann. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, ey. I don't know what I'm doing. Natürlich ist Hitzeschutz sehr, sehr wichtig und deswegen nutze ich jetzt hier den One United von Redken. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, 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 nobody can bring us down, bring us down. Okay, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr gerade und ich muss auch nicht morgen früh irgendwo hin, deswegen glaube ich, lasse ich es jetzt erstmal so, also sie sind so ein bisschen klamm jetzt noch, einige Haare sind schon sehr trocken, zum Beispiel meine eigenen hier oben, aber die Extensions sind alle noch nicht so super trocken, aber auch nicht nass. Ich habe jetzt mir zwei Zöpfe geflochten
Und werde das jetzt über Nacht trocknen lassen, weil am Ansatz ist eigentlich alles schon trocken, nur die Längen halt nicht. Man sieht halt dann ein bisschen den Übergang von den Haaren, aber ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich sie komplett hätte Luft trocknen lassen, dass man den Übergang echt wenig gesehen hätte, was ich richtig geil finde. Selbst im Sommer mit Schwimmen wäre es nicht so schlimm. Die Haare passen sich halt irgendwie an, das ist voll krass. Habt ihr Erfahrung mit dem Dyson-Föhn? Weil mit dem soll es ja noch schneller gehen, die Haare zu trocknen. Meint ihr, die Investition lohnt sich? Das wäre mal cool zu wissen. Guten Morgen, Leute. Das ist jetzt der Stand der Dinge, wie meine Haare aussehen. Ja, nachdem ich sie in Topfluft getrocknen lassen habe über Nacht. Und ihr seht schon, warum ich aufräumen muss, aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Okay, nächster Raum, den ich aufräumen muss, aber... So. Also, meine Haare sind ja oben immer komisch. Das heißt, meine normalen Haare, die sind nicht ganz getrocknet. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, also unten sind die immer noch ein bisschen klamm, obwohl ich sie mal Nacht in dem Zopf gelassen habe. Aber ich denke, wenn ich die jetzt ein bisschen draußen lasse, wird das schon helfen. Und ganz ehrlich, ich finde, hätte ich die jetzt von weiter oben angefangen zu flechten, dann wäre das echt eine coole Frisur. Dann müsste ich die theoretisch gar nicht immer alle glätten. Also ihr seht ja, wie das jetzt ist. Ich finde das wirklich eigentlich richtig, richtig cool, wenn ich das jetzt hier oben noch mitgemacht hätte. Aber so zum Beispiel geht das ja auch. Also ich hätte gedacht, dass das viel schlimmer wird mit dem Übergang. Und ich bin wirklich richtig begeistert. Von hinten sieht es bestimmt bescheiden aus gerade. Aber was soll's. Ich höre gerade Weihnachtsmusik und habe hier so ein bisschen geputzt, den Tisch und so. Ja, da unten liegt natürlich unser Buch als Kaffeetuch. Ich glaube, Kaffeebuch. Ich glaube, ich kann gar nicht reden wegen der Weihnachtsmusik. Annika, die Süße, hat mir ja einen Blumenstrauß geschenkt. Ich habe diesmal wirklich einige bekommen, außer die, das sind Kunstblumen. Also 1, 2, 3, 4 habe ich bekommen. Den von Sarah Desideria, den von Neutrogena, den von Studio 71 und den von Queens United oder mein Management. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, auf jeden Fall, hallo. Und jetzt hat mir Annika noch hier einen zum Selbstbinden geschenkt. Und ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Hier ist so eine kleine Anleitung. Crazy. I'm the Bloom Overload, aber die hier geben schon irgendwie ihren Geist auf. Außer das hier oben, finde ich, sieht das übel gut aus. Also ich finde, man kann das fast so lassen. Klar sind das jetzt hier keine perfekten vom Friseur Wellen, aber es sieht halt natürlich aus. Und wenn ich jetzt das hier irgendwie entweder wegmachen würde oder glätten oder halt auch wellen würde, ich weiß jetzt nicht genau, wie es von hinten aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das so lassen kann. Krass ist das eigentlich. Es sieht halt nicht schön aus von hinten, aber ich finde, es sieht halt okay aus. Ich müsste die oben nur so ein bisschen anpassen, dann würde das ja übel klar gehen. Ich hatte halt voll Angst, dass man das so mega sieht, dass hier dazwischen die Locken krasser sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die werden so mit langgezogen. Also ich bin jetzt fertig. Ich habe mir so ein bisschen messy die Haare jetzt gemacht. Ich werde mir die natürlich, wenn ich rausgehen, noch so ein bisschen schöner wellen, damit man hier diesen Übergang nicht so sieht. Aber ich habe gerade einfach viel kürzer gebraucht als früher, weil ich nicht mehr so darauf achten muss, dass meine Spitzen, also früher hat es am meisten Zeit eingenommen, dass meine kaputten Haare so unten so schön aussahen. Und dadurch, dass die jetzt hier so versteckt sind in den guten Haaren, brauche ich einfach nicht mehr so lange. Ich habe gerade so kurz nur gebraucht. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur meine Ansätze geglättet. Und ich glaube einfach, dass meine Haare geschont werden durch diese Methode. Es ist einfach ein Jackpot auf jeder Ebene. Es ist ja echt geil. Die sind jetzt ja auch nicht steinglatt, also das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte die so ein bisschen messy haben. Ich werde die auch gleich nochmal kurz flechten. So Beachwave-mäßig halt. Okay, Leute. Ich habe jetzt gerade schon Foundation drauf. Ich wollte mir eigentlich mein Halloween-Make-up schminken, was ich hochgeladen habe. Dieses... Oh Gott, Leute. Ich habe es noch nicht geschafft, mein Zimmer aufzuräumen. Aber ich habe es Wohnzimmer aufgeräumt. Ich wollte mir mein Halloween-Make-up machen, dieses Surgery-Make-up. Aber ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach als so eine tote Barbie-Puppe. Darauf habe ich auch richtig Bock. Ich habe so ein Kleid, was ich anziehen könnte. Sonst nehme ich vielleicht mein Dirndl oder so. Aber wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Ich versuche jetzt einfach als tote Barbie-Puppe zu gehen.
Leute, ich bin richtig Opfer. Okay, ich erkläre euch ja kurz die Situation. Ich bin jetzt fertig geschminkt und ich habe hier so ein bisschen verkackt, aber ich will da gleich Blut hinmachen. Aber Denise hat mir gerade geschrieben, dass sie um eine Stunde die Party nach hinten verschieben und ich war so richtig so, seriously? Und irgendwie, ich hätte in der Zeit mein Zimmer aufräumen können, aber stattdessen gucke ich mir jetzt die ganze Zeit Videos an und bin irgendwie so ein bisschen sauer, Denise. Ich finde mein Make-up irgendwie richtig scheiße. Es sieht gar nicht so aus wie das auf Instagram. Irgendwie sehe ich so süß aus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen dem Rosa. Naja, das Blut wird es regeln, hoffentlich. Und ich gucke mir gerade den Vlog von Caro an. Die Berghaus Vlogs. Und sie hat gerade über meinen Geburtstag geredet und hat gesagt, ich bin eine Ehrenfrau, dass man süß guckt. Okay, nein, nicht das. Das war gerade so ein bisschen komisch, warte. Die Sonja hat heute Geburtstag. Ah ja, Leute, die und Abigail und Jasmin. So. Alles Ehrenfrauen. Alles Ehrenfrauen. Du bist selber eine Ehrenfrau. Und falls ihr euch wundert, warum da gerade Soraya Ali in der Suchleiste war, ich habe auf meinem Handy gerade ein Video geguckt und da hat sie so Flavor Drops empfohlen und ich habe gerade so 20er Chicken Nuggets alleine gegessen und dann dachte ich mir so, okay, ich muss meine Ernährung umstellen. Zwei sind da jetzt noch drin, ne? Und mir geht's gerade so eklig. Ich fühle mich so eklig einfach, weil es war eigentlich nicht so lecker, wie ich dachte, aber ich konnte nicht mehr aufhören zu essen und ich bin gerade alleine und ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen und dann ist mir aufgefallen, ich sehe so aus und darauf hatte ich keinen Bock. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich jetzt hier noch warte. Um 20 Uhr geht's los, ist jetzt 19 Uhr. Ist schon 19 Uhr, ich habe echt viel Zeit rumgekriegt. Naja. Ich hätte auch mein Video schneiden können und so, aber nee. Nee, da hatte ich keinen Bock. Zöde. Ich weiß immer noch nicht, was ich anziehe, weil eigentlich wollte ich wie eine Barbie gehen, aber es ist mir zu kalt. Deswegen ziehe ich, glaube ich, eine Hose an, darüber ein Kleid. Das ist hässlich. Ich glaube schon. Das ist jetzt mein Outfit of the Day. Ich habe mir hier ein Haarreifen reingemacht. Das ist jetzt mein Kleid. Das habe ich falsch rum an, damit es einen größeren Ausschnitt hat. Damit ich hier, you know. Und Overknee-Socken. Und das war das einzige Kleid, was Barbie-mäßig genug war. Aber ich finde, so kann ich mich blicken lassen. Schnittloops wieder am Start. Ich habe kein Outro gedreht, aber ich wollte euch noch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich dann hingefahren bin, ihr seht ja gerade, wie ich dann aussah. Als ich ins Taxi eingestiegen bin, hat der Taxifahrer so zu mir gesagt, so Halloween-Party. Und ich so, ja. Und er dann so, oh, sehen da alle so schön aus wie du? Und ich dachte mir so, okay. Und dann meinte ich halt so, hä, ja, ich glaube schon. Und er hat mich halt erst kurz in Ruhe gelassen. Und dann meinte er irgendwann so, ja, sie heißen ja gar nicht, oder haben sie Facebook? Ich suche sie schon die ganze Zeit, ich finde sie nicht. Ich dachte mir so, hä, woher weiß denn, wie ich heiße? Und dann ist mir so aufgefallen, ach so, mein Taxi, die App. Und ich heiße halt auf Facebook anders, also ich heiße nicht wie mein richtiger Name. Und dann meinte ich so, ja, ja, ich heiße da anders. Er so, ja, wie denn? Und so. Und dann habe ich ihm das halt irgendwie gesagt und dann meinte er so, oh. Genau, und dann war er richtig lange leise und dann meinte er so, wie Althaus. Und ich so, okay, das ist Marcells Nachname. Das war so richtig creepy. Das heißt, während er mich gefahren hat, hat er mich bei Facebook gestalkt. Hat Marcel gestalkt und sagt dann einfach nur so Althaus und ich dachte mir so, was willst du jetzt von mir? Ja, es war richtig, richtig komisch und dann hat er mich rausgelassen und meinte so, oh, dann weiß ich ja, wo ich nachher klingeln komme und dich wieder abhole und ich denke mir so, no. Ja, das wollte ich euch nochmal kurz erzählen.